Wann wird jeder Amerikaner, der eine Impfung will, auch eine bekommen? Mit Ende Juli dieses Jahres. Als wir ins Amt gekommen sind, gab es nur rund 50 Millionen Dosen. Bis Ende Juli werden wir 600.000 Impfdosen haben. Genug, um jeden einzelnen Amerikaner zu impfen. Diese Mischform aus Homeschooling und Präsenzunterricht findet nun seit fast einem Jahr statt. Was ist der Plan für die sichere Öffnung der Schulen, damit die Schüler wieder richtig lernen können? Ich habe 4 Kinder und halte es für notwendig, dass sie so bald und so sicher wie möglich wieder zurück in die Schule können. Gott beschütze sie. 4 Kinder, ha? Dass Kinder nicht in die Schule gehen können, hat großen Einfluss auf die Kinder, aber auch auf die Eltern. Es gibt aber einige rationale Lösungen, um zum Präsenzunterricht zurückzukehren. Punkt 1 ist, dass jeder Schutzkleidung tragen sollte. Diese wird von den Schulen zur Verfügung gestellt für alle Schüler, Lehrer, Hausmeister, die Köche in der Cafeteria und für Busfahrer. Punkt 2 ist, dass es kleinere Klassengemeinschaften geben muss. Das heißt, wir brauchen auch mehr Lehrer. Statt 30 Schülern in einer Klasse gibt es dann zum Beispiel nur noch 10 in einer Klasse. Es ist auch viel einfacher, Kinder bis zur 8. Klasse wieder in die Schule zu holen, da sie weniger am Infektionsgeschehen beteiligt sind. Ältere Kinder haben mehr soziale Kontakte und unternehmen Dinge miteinander. Da wird es etwas schwieriger werden, die Schulen zu öffnen. Lassen Sie mich Ihnen mitteilen, was mein nationales Covid-Team mir gesagt hat. Was die Varianten wie die brasilianische, die südafrikanische oder britische angeht, gibt es bisher noch keine Beweise, dass die existierenden Impfungen von Moderna und Pfizer nicht gegen die neuen Varianten wirken oder weniger wirksam sind. Es gibt keine Beweise, dass sie nicht helfen. Wenn Sie eine Impfung bekommen können, dann nehmen Sie sie, sobald Sie können. Lassen Sie sich impfen, egal welche Varianten da draußen sind. Es laufen Studien, die untersuchen, wie hilfreich die Impfungen auch bei anderen Varianten sind. Es gibt Spekulationen und hier muss ich aufpassen, weil Millionen von Menschen hier zusehen, dass bei einer gewissen Impfung bei einer anderen Variante die Wirksamkeit von 95% herabsinkt und damit nicht so effektiv schützen würde. Aber sie ist effektiv. Was ich damit sagen möchte ist, wenn Sie Anspruch auf eine Impfung haben, wenn sie zur Verfügung steht, dann lassen Sie sich impfen.